Gescheitle, ich erkläre es Ihnen jetzt noch einmal in aller aggressiven Ruhe. Sie halten als Fiktion auf einer fiktiven Ebene vor fiktiven, also nicht realen Publikum Ihre Rede. Haben Sie das verstanden, Herr Gescheitle? Ja, das habe ich verstanden, das ist ja klar. Also bitte. Neulich, letzter Winter. Dünne Socken, dicke Stiefel, Unterhose, lange Unterhose, Hose, T-Shirt, Sweatshirt, Pulle, Jacke, Mütze, Schal. Großtasch, Großhandtuch, kleines Handtuch, Bademütze, Badebrille, Badehose, Badeduschke, Schlepperle und Film gibt's sonst. War ich mal wieder im Hallerbad. Ich schmeiß ihn raus. Ich hab's die Sack. Das ist der Hund. Die elendiger Buskarten. Ja, komm. Um was geht es eigentlich heute Abend hier? Meine Idee. Die Idee ist Tennisclub, eine Spottrede. Dünne Socken, dicke Stiefel, Unterhose, lange Unterhose, Hose, T-Shirt, Sweatshirt, Pulle, Jacke, Mütze, Schal. Großtasch, Großhandtuch, kleines Handtuch, Bademütze, Badebrille, Badehose, Badeduschke, Schlepperle und Film gibt's sonst. Ich produziere Komik. Wozu das? Ich habe keinen Beruf. Macht das Sinn? Ich bin so geboren. Ich habe Talent. Die Figur, ein Schwabe, heißt Gerhard Gescheitle. Neulich, vor kurzem, grad letzter Winter, war ich mal wieder im Hallenbad. Hallenbad? Wo kommt denn jetzt diese Assoziation her? Hallenbad! Im Hallenbad sind die Regeln eindeutiger. Dünne Socken, dicke Stiefel, Unterhose, lange Unterhose, Hose, T-Shirt, Sweatshirt, Pulle, Jacke, Mütze, Schal. Großtasch, Großhandtuch, kleines Handtuch, Bademütze, Badebrille, Badehose, Badeduschke, Schlepperle und Film gibt's sonst. Ununterbrochen verweigern Sie sich. Warum? Schwimmen ist ein eindeutiger Sport für Blöde. Und daher schwimm ich aus Überzeugung. Halten Sie Ihre dämliche Fresse. Gescheitle, wer sind Sie? Eine Sehnsucht von Ihnen. Eine Sehnsucht, die Sie sich nie eingestehen. Sie sind Rolle. Der Mensch hat viele Gesichter, wenn er mal nicht in den Spiegel guckt. Rede fällt aus, halbe Stunde Lücke im Programm. Und warum? Weil Sie zu feige sind, sich vor Ihr eigenes Publikum zu stellen und denen den Spiegel vorzuhalten. Ich möchte nicht, dass die Leute über mich das denken, was ich über die denke. Ja, so schlimm werden doch jetzt Ihre Witze nicht sein. Das ist doch gerade unsere Sprache, die ist so saudreckig. Ja, die ist so guck. Wo sagt man denn zum Kartoffelsalat? Seid nass! Wo sagt man das? Wo sagt man denn, dass der Furztrocke ist? Hä? Bei uns sagt man das! Wo sagt man denn sowas? Oder wo sagt man denn zum Trost? Hey, no, dann brauchst du weniger Brunze! Wo sagt man das? Aber wo sagt man das denn? Wo sagt man denn zu allem, dem die Plauze bis unter die Kniescheibe hängt? Ah, das sind jetzt auch nicht lauter Samenstreng. Bei uns sagt man das. Solche Weisheiten, das gibt's nur bei uns. Und meine Frau ist eine Drecksau. Jedes Mal, wenn ich ins Spülbecken einbrunzen will, hat sie es schon eingestellt. Bei uns sagt man das. Bei uns. Und wo sagt man denn zu allem, der stirbt? Hat dem schnappt Fiedle zu. Da können sie sehen, da können sie sehen, ein Komiker, wo der Schwab sein Lebensgefühl hängen hat. Halten Sie einfach Ihre Rede. Und dann bin ich hier folgende Erkenntnis gekommen. Was Blödsinn doch heilsam ist. Wenn die Sonne dann auf Hollywood steht und ich habe diese Katastrophe überlebt, dann frag ich mich, was wird daraus? Ich weiß es wirklich nicht. Salat wächst nur in der Tiefgarage, darum kauf ich mir eine Multibanane.
Bandage, mit der ich dann am Leben kommen kann.